So, das ist die. Und einmal die 914. Dann haben wir die 918 und die 906. Guten Tag. Wie wir schon erwähnt hatten, jetzt werden wir einmal gucken, ob wir an alle Schreckschusswaffen von Soraki den Schalldämpfer montieren können. Wir fangen mal mit der kleinsten Waffe an. Das ist die Soraki 906. Zu den Waffen, die ich euch jetzt hier zeige, haben wir ein separates Video, wo wir die Waffen detailliert gezeigt haben. Das seht ihr hier oben. Den Schalldämpfer, den gibt es einmal in Schwarz und auch in Chrom oder Silber. Wir nehmen jetzt den in Silber. Und ihr seht, der passt erstmal problemlos auf die Soraki 906. Dann nehmen wir die Soraki 914. Da passt er auch problemlos drauf. Mit dem einen Gewinde. Bei dem Schalldämpfer habt ihr noch einen Vorteil gegenüber dem Soraki Revolver. Ihr habt noch drei weitere Adapter mit dabei. Jetzt kommen wir zur Soraki 918. Hier passt er auch drauf. Und hier passt der Schalldämpfer auch drauf. Das ist die Soraki 917. Das ist die Soraki 4918. Was die 4918, 2918, 918 ausmacht, hatten wir in dem anderen Video. So, hier passt der selbstverständlich auch drauf. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum selbstverständlich. Tja. Zweimal dürft ihr raten. Schreibt das doch mal in die Kommentare. So, jetzt nehmen wir mal den Revolver, den R1 von Soraki. Ja, den könnt ihr zwar nicht ganz reindrehen, aber wobei, wenn wir damit ein bisschen Gewalt, ja doch, klappt. Da wäre er auch drauf. Aber das sieht schon geil aus. Ein Schusstest mit den Pistolen, mit einer Walther P99, glaube ich, und mit anderen Waffen. Hatten wir ja schon, da ging es um die Leistung des Schalldämpfers. Das verlinken wir euch auch hier oben. Aber mit einem Revolver haben wir nie geschossen. So, besser so. Machen wir vielleicht irgendwann. Ihr seht, auch auf den Revolver passt die Waffe. Das ist dann auch mit der 4,5 Zoll, 6 Zoll und der 2 oder 2,5 Zoll möglich. Egal, ob das ein R1 Revolver ist oder R2. In Spielen gibt es ja die Möglichkeit, auf solchen Revolvern einen Red Dot zu montieren. Ja, es gibt auch welche, die einen Zielfernrohr montieren, das macht aber eher weniger Sinn. Leuchtpunktvisier hat zwar keine Wirkung bei einer Schrägschusswaffe, aber für Sammler, für die Optik sieht es natürlich geil aus. Aber hier müsstet ihr natürlich eine ganz andere Montage für haben. Aber da kommen wir irgendwann zu. Das machen wir auch noch. Falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal.